und aus Versehen irgendwie runterfällst. Ja, ich bin gerade so fast runtergefallen. Bah, sind das viele Viecher, ey. Ja. So, ich bin jetzt quasi vor dem LKW. Ito, bin auch da. Dann gehen wir mal rein. Hoffe nur, dass diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Guten Tag, ich bin's. Doktor, hallo. Ist jemand da? Kende? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückte Symptome. Setzen Sie sich. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GAI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel. Aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Okay, das erinnert für mich jetzt gerade krass an Half-Life 2. Echt? Ja, ein bisschen. Der Charakter gerade, der Arzt. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zeras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Oh, hallo. Hallo, Spike. Doch, bei Spike? Ja. Hey, Spike. Ich bin Train. Dann reden wir mal mit Spike. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Guck ich mal ganz kurz, was der hier macht. Das ist Notepad++, was der da geöffnet hat, denke ich mal. Laptop. Das sieht mir irgendwie aus wie HTML oder Java oder irgendwie sowas. Also das ist ein Programmierertyp. Geil. Direkt adaptiert. Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. So, jetzt müssen wir Fallen scharf machen. Genau. Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Okay. Zombies, ganz viele davon. Geil! Hier gibt es so eine brennende Tonne auf der Straße. Wenn du die Zombies da reinlenkst, laufen die da rein und sterben. Weil das sind so Stacheln dran. Nicht cool.
3 war seltsam. Gut, das Auto zuerst. Öffne okay, ich habe jetzt die Bombe scharf gemacht. Hast du die auch schon scharf gemacht? Das macht die Falle scharf. Auto? Ja. Ja, bin ich gerade dabei. Alles klar. Danach kriegen wir nämlich direkt einen anderen Auftrag. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Ja, wie viele Zombies? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Das sind mir zu viele. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Bist du schon unterwegs okay, zu dem Auftrag? Ich kümmere mich. Jetzt gerade habe ich das Ziel bekommen. Ja. Guck mal, was das ist. Schon relativ weit weg, ja. Ja. Aber du kannst ja richtig geil über die Dächer sliden und deswegen ist das ja schon wieder in Ordnung. Oh ja. Danke dafür. Oh. Fuck. Oh. Sicherheitszone. Komm, gib mir Tischbein. Ich will. Alter, auf die Schnauze. Alter. So. Bist du jetzt schon da, oder was? Ja, aber der Zombie hier will nicht liegen bleiben. Hast du jetzt einen Zombie um Dach? Guten Tag. Alter. Alter. Ja, ich bin jetzt schon da, ja. Okay, ich bin auf dem Weg. Ja, sag Bescheid, wenn du die Zombies gekillt hast, dann gehe ich quasi zu dem Überlebenden rein. Ja, dauert noch einen Augenblick. Ein Zombie war gerade sehr anstrengend. Der wollte einfach nicht drauf gehen. Oh Junge, hier sind überall Kisten. Eine Klinge! Ja! Ich find's geil. Findest du's auch geil, Zombie? Nein, okay, ich aber. Ich muss ja schon sagen, dieses Klettern gefällt mir, aber das ist in der First Person immer ein bisschen. Immer ein bisschen seltsam. So. Ja, ich weiß, ich bin das halt einfach gewöhnt so von Dingens hier. Assassin's Creed, dass das so third-person-mäßig ist, weißt du? Oh, ja. Wow, sind da viele Zombies. Oh ja. Wo bist du lang gegangen, um in die Safe Zone zu gelangen? Bin durch. Also übers Tor quasi gelaufen. Also du bist da runtergegangen, wo auch irgendwie 6-7 Zombies stehen. Ja, und ich bin durchgewascht und dann über den Zaun. Oder über das Tor, ehrlich gesagt. I don't want to. Ja, wenn du eigentlich nicht stehen bleibst, dann hast du eigentlich gute Chancen. Ja. Tatsächlich. Wie bist du runtergesprungen auf die Straße? Ich weiß jetzt nicht genau, wo du stehst. Stehst du auf dem Haus? Auf dem Haus gegenüber von dem Tor, ja. Okay, da habe ich mich quasi rechts abgeseilt, quasi. Oder was heißt abgeseilt? Ich bin dann da runtergesprungen, ohne Fallschaden zu kriegen. Und da gibt es dann noch diese Wellblech-Teile, da kannst du dann rausspringen, da kriegst du keinen Fallschaden. Ja. Oh, Zombie-Typ! Ich hau dir auf den Kopf. Oh, der Kopf ist nass. Alles klar, Killing Spree, Zeitbuch und so. Schöner Kill, übrigens. Hast du Spaß dran? Ne? Ja, da hab ich Spaß dran. Die Waffen verschleißen in der Tat, ja. So, ich renne. Ja! Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Hast du auch das Tischbein genommen? Ich habe auch das Tischbein genommen, ja. Nagelbrett, Tischbein. Zwei Tischbeine und ein Nagelbrett und ein Wasserrohr. Ja, wir finden noch geilere Sachen. Glaub mal. Kennst du das Schwert Excalibur?
Oh ja. Boah, ist das geil! Warte, warte, ich verprügel die kurz, ja? Guck mal, Batsch! Oh, daneben. Warte, Batsch! Batsch! Du wirst doch lachen, gleich noch verlieren. Da freue ich mich drauf. So, wollen wir? Warte, 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 warte! Du kannst dich auch noch looten, ne? Warte. Boah, Junge. Kann ich den nicht umholzen? Ist das Rohr jetzt kaputt, weil ich hab's noch in der Hand? Die Teile kriegen sehr schnell Schaden. Ja, irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass der eine noch lebt. Dann glotzt doch nochmal rein. Waffe nicht gebrauchsfähig. Zum Reparieren. Ja, lohnt sich nicht. Du hast ja mehrere Waffen. Mach mal mit dem Mausrad hoch und runter, dann wechselst du die Waffe. Da. Der rüstet ihn nämlich automatisch ins Inventar aus. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Ich habe nämlich gerade aus Versehen das Rohr repariert und ja. Bereue es ein bisschen. Tatsächlich. Oh. Oh Mann, für dich kommt jede Hilfe zu spät. Was ihr macht. Okay, erledigt. Der Typ ist scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war bist kein schon Mensch mehr. Da reingegangen? Ja. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch Zombie. Wirklich sicher. Kampftagebuch. Elektromod oder sowas oder Tasermod habe ich aufgesammelt. Alter, ich hab den Kopf zu trümmern. Ja, die tun. Oh. Die ist eingeschaltet. Die Licht einschalten. Die Licht einschalten. Ach Mist. Oh, innen drin? Ja. Ja. Ich bin genau weiß, wie man das macht. Finde ich geil. Sicherheitszone freigeschaltet. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick das noch. Gebäude ist? Welches Gebäude? Da hinten. Wow. Danke dafür. Okay, I need some way out of here. Oder so ähnlich. Wow. Ich weiß. Boah, häng hier nicht und kack rum, sondern jump. Jump, jump. Ich bin auf dem Dach. Auch den nächsten Wegpunkt, ja? Ich bin jetzt auf dem Dach, ja. Da. So, das erste Mal ein Dietrich verwendet an der Kiste. Und was ist drin? Ein Gasrohr. Ach, wie ich mich freue. Und irgendwas Tasche. Wie viele Zombies auf der Straße sind. Nun kletter doch hoch. Okay, wir müssen noch mehr Autos machen. Ja. Train hier. Bericht. Hast du das auch schon? Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Eins Böller in die Hand. Jade, fertig. Okay. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Ach so. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke.
zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Warte, wie kann ich mein Inventar sehen? Kopf mit E. Oh, laufen! Ja. Alter. Gar nicht wenige Zombies, gar nicht, ey. Was ist denn los? Ah, man kann sogar Sachen zerlegen hier. Oh nein! Oh Gott! Was? Hier liegt ein Videospiel auf dem Tisch, das heißt Prehistoric Overkill und soll bestimmt eine Turok-Nachmache sein. Ja. Sind die Lichtfallen scharf. Ja, hau rein. Sprutte den Highway durch. Okay, mach ich. Kein Problem. Oh, Kiste. Oh ja. Schlossschlösser. Schloss knacken. Bingo. Muss mal ganz kurz gucken, wie ich die Waffe wechsle, ja? Nein, stopp! Nein! Mit Lüfter am Monsters wechselst du die oder meinst du Inventar auswechseln? Oh. Inventar drückst du? Ach ja, du hast Controller. Ja, das ist ja schon sehr USB. Ach ja, du spielst ja schon Tastatur. Was redest du eigentlich gerade mit Lüfter am Monsters-Taste? Ah, ich habe einen Weg gefunden. Ja. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht ganz genau, wie ich jetzt hier wegkomme. Von die große Dach. In this direction. Wow, das ist Straße Wimmel von Infizierten. Und es fällt runter. Ja, und? Auf der Straße. Bleib auf den Dächern. Bei mir ist auch ein Zombie mir gegenüber. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast dann noch bist runtergefallen, oder? Ne? Ja. Lauf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Alter, wie viele Fallen wir müssen wir denn noch aktivieren? Nämlich zusammenzocken. Hast du die beiden Autos schon aktiviert? Ja. Wie? Du hast ja die Böller gekriegt. Ja. Die Böller schmeißt du einfach jetzt nicht in die Menge, sondern irgendwo links, rechts daneben und so, dass du an die Motorhaube da kommst. Weil diese Böller locken nämlich Zombies dann. Und hin tun und dann schnell Knopf drücken, damit du das auch machen kannst. Also damit du die Bombe quasi schärfen kannst. Und dann nimmst du die Beine in die Hand und rennst so schnell wie es geht. Okay. Weil wenn du da bist. Da interessiert den Zombies die Böller nicht mehr. Da bist du das Hauptaugenmerk. Ja, ich habe gerade das Problem, dass ich die nicht so wirklich wegkriege. Dann Beine in die Hand. Kannst du ganz schnell hin und während du in der Sequenz quasi bist, um die Bombe zu entschärfen, können die dich nicht angreifen. Nein! Warum sind das so viele, Alter? Ich hab keinen Bock, mich mit denen zu kloppen, wa? Warum bin ich gerade runtergefallen? Nein! Nein! Ich will nicht mehr. Aua.